Herzlich willkommen, ihr lieben Widder. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Kings & Queens Tarot zu eurer allgemeinen intuitiven Monatslegung für den Oktober 2024. Der Oktober, auch er wird sehr, sehr spannend. Er hat einige mega interessante astrologische Bewegungen parat. Auf eine möchte ich eingehen, nämlich am 2. Oktober haben wir eine Sonnenfinsternis in der Waage dann natürlich. Also Neumond und Sonnenfinsternis. Und ja, die Sonnenfinsternis zwei Wochen nach der Mondfinsternis lädt uns also auch ein, hier einige Dinge loszulassen, uns von dem einen oder anderen zu verabschieden, zu gucken, auch reinzuspüren, ja, was hat für mich eine bestimmte Wahrhaftigkeit, was hat keine Wahrhaftigkeit mehr. Aber es ist auch ein toller Neubeginn. Also hier kannst du wirklich für dich rausfinden, was gehört nicht mehr so wirklich zu mir und ja, was möchte ich vielleicht aber auch verstärken in meinem Leben. Und das Ganze dann ja noch im Waagehaus. Und das Waagehaus ist das Haus der zwischenmenschlichen Beziehungen. Also da könnten einige Veränderungen stattfinden im Kontext, also der Wahrhaftigkeit. Lebe ich wahrhaftige Beziehungen? Lebe ich auch eine wahrhaftige Beziehung mir selbst gegenüber? Ja, also eine Neustrukturierung könnte hier im Oktober durchaus stattfinden. Und wie immer bei diesen allgemeinen Legungen empfehle ich wirklich nur das mitzunehmen, was wirklich mit dir schwingt. Und wenn du das Gefühl hast, dass hier Teile von dieser Legung oder auch die ganze Legung nicht wirklich deine Lebenssituation widerspiegelt, dann schau dir sehr gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Königin, Könige, der Herrscher und die Herrscherin sind wie immer Geschlechter und unabhängig und können andere Personen darstellen, aber auch durchaus deine eigenen Energien widerspiegeln. Und jetzt geht's auch los mit dieser Legung. Ihr lieben Widder, ihr scheint im Oktober dabei zu sein, euch Herzenswünsche zu erfüllen, beziehungsweise ihr seid da auf dem Weg der Wunscherfüllung. Aber es könnte durchaus sein, dass ihr euch auch so ein bisschen herausgefordert fühlt, weil ja die Richtung durchaus die richtige ist, aber das Ganze sich durchaus trotzdem als Geduldsprobe herausstellen könnte. Die Themenkarte, die sich für euch gezeigt hat, ist die 7 der Münzen, die Gärtnerkarte. Das ist eine Karte, die schon auch so ein bisschen ja, vielleicht Disziplin, Durchhaltevermögen von einem abverlangt. Ja, und als Gärtner kann man natürlich immer das Bestmögliche in seinem Machtzirkel tun, um was zum Erfolg zu bringen. Ja, der Gärtner kann natürlich dafür sorgen, dass der Garten gut aufgebaut ist, dass er düngt, dass er gießt und so weiter. Aber er hat natürlich keinen Einfluss zum Beispiel auf die Wetterlage. Und ja, und natürlich brauchen die Dinge eben auch, bis sie heranreifen, ja, bis was zur Blüte gerät und am Ende vielleicht eben auch noch am besten Falle Früchte trägt. Und das Gras wächst nun mal nicht schneller, wenn man da dran zieht. Also das ist so ein bisschen vielleicht eine Spannungsenergie, in der ihr aktuell oder jetzt eben auch im Oktober steht. Das Gefühl zu haben, ja, ich investiere viel, ich leiste viel, aber es bewegt sich vielleicht sehr langsam und vielleicht gibt es eben auch noch gewisse Umstände, bestimmte Einflüsse, die ja, Entwicklung verzögern, verliert nicht die Geduld, ja, bleibt hier trotzdem dran. Ich würde mal sagen, auf die lange Sicht, wie gesagt, seid ihr hier durchaus auf dem richtigen Weg und es braucht eben, habe ich auch schon angesprochen, eine gewisse Disziplin, ein gewisses Maß an Disziplin, an Fokussiertheit, immer wieder auch den Fokus ganz wichtig auf das gerichtet halten, wo man hin möchte. Ja, wie gesagt, es könnte durchaus mal sein, dass so zwischendrin ein bisschen ein Frustgefühl aufkommt, aber lass dich davon nicht unterkriegen, bleib auf deinem Weg, bleib da standhaft. Und wie immer lege ich hier auch mal noch Klärungskarten dazu, die geben ja nochmal genauere Hinweise. Das ganze Jahr, ich würde mal sagen, hier könnte sich einiges im beruflichen Feld abspielen, ne? Oder auch andere Projekte, an denen du vielleicht bist, aber ich möchte auch Beziehungsthemen hier auf gar keinen Fall außen vor lassen, auch das könnte hier natürlich durchaus mit angezeigt sein. Gut, wir haben die Weltkarte und das Ass der Kelche, das hier sicherlich auch in Verbindung steht mit dem Ritter der Kelche und möglicherweise genau diesen Herzenswunsch hier eben auch ausdrückt.
Und nun haben wir mit der Welt auch noch eine Karte, die mit größeren Zeitabschnitten, Zeitabläufen zu tun hat. Sie kann auch damit einhergehen, dass hier irgendwas erstmal vielleicht zu Ende gehen muss, denn für gewöhnlich zeigt die Welt ja ein Ende an, aus dem heraus sich dann eben auch was Neues ergeben kann. Also wie gesagt, es könnte ja sein, dass sich ein bisschen was überlagert, also dass du in so einer Art Wechselphase bist, bei der einige Dinge ausklingen und was Neues hier sich am Aufbauen ist und das Ganze aber eben eher in einer gemächlichen bis langsamen Bewegung. Und wie gesagt, da könnte auch so ein bisschen die Geduldsprobe drin verborgen sein. Ja, der Ritter der Kelche, der zeigt sich hier auf der Position der Vergangenheit, aus der heraus sich also jetzt diese Situation, diese Thematik aufgebaut hat. Und der Ritter der Kelche, der hat eben schon auch mit Handlung zu tun, Handlung, die dem Herzen entspricht oder eine Handlung, ja, die eben dazu geeignet ist, sich hier einen Herzenswunsch zu erfüllen. Also ich würde mal sagen, da gibt es schon einen Vorlauf dazu. Ich würde mal auch sagen, dass hier eher eine Weiterentwicklung stattfindet von etwas, was zu einem früheren Zeitpunkt schon eine gewisse Form angenommen hat. Ja, auch hier schauen wir mit den Klärungskarten drauf. Okay, ja. Gut, eine weitere Kelchkarte, nämlich die 8 der Kelche. Und bei der Karte geht es ja häufig darum, dass eben dieser Kelch hier nicht vorhanden ist. Es fehlt also was Essentielles. In einer Partnerschaft ist vielleicht das Gefühl nicht mehr wirklich vorhanden. Auch in einer Freundschaft fehlt vielleicht so das Gefühl der Verbundenheit. Vielleicht hat man sich auseinandergelebt. Im beruflichen Kontext erfüllt einen vielleicht die Tätigkeit nicht mehr. Also irgendwas, was einem hier genug Kraft verleiht, letztendlich sich auf den Weg zu machen, in die Bereitschaft einen hier hineinführt zu den Veränderungen. Und der Weg, der soll ja ganz eindeutig zur Sonne hinführen. Die Sonne ist eine Karte, die mit innerer Kraft zu tun hat, die mit innerer Freude zu tun hat, generell mit Lebensfreude, mit Kreativität, mit dem kreativen Ausdruck. Und ja, ich denke, das sind so deine Fokuspunkte, wo du hier hin möchtest, was du etablieren möchtest. Und was wahrscheinlich eben im Vorfeld nicht in dieser Form vorhanden war. Gut, und ja, wenn du hier, wie gesagt, schon losgelegt hast, schon gewisse Schritte vielleicht hinter dich gebracht hast, dann ist vielleicht diese Erwartungshaltung, ich möchte jetzt auch endlich in der Sonne ankommen, relativ hoch. Und wenn sich das dann so ein bisschen hinzieht, dann könnte das durchaus geeignet sein, ja, vielleicht die eigenen Entscheidungen in Zweifel zu ziehen oder den Mut zu verlieren, die Kraft, die Energie zu verlieren. Aber ich denke, wie gesagt, es lohnt sich wahrscheinlich hier dran zu bleiben. Und wir schauen uns als nächstes mal die Position des Umfeldes an, die beschreibt häufig eben das Wechselspiel zwischen dir und der Person, die hier mit involviert ist, oder die Personen, Personengruppen, die hier mit involviert sind in dieser Situation. Da haben wir die Konkurrenzkarte, die kann durchaus mit gewissen Reibereien auch zu tun haben. Für gewöhnlich ist es kein so ganz scharfer Streit, kein ganz scharfer Konflikt, aber Reibereien könnten hier durchaus trotzdem eine Rolle spielen, vor allem wenn Ungeduld ins Spiel kommt, ne, und man das Gefühl hat, das muss doch jetzt vielleicht so ein bisschen schneller vorangehen, und die andere Seite sagt, ja, ich tue ja so viel, wie ich kann und so schnell, wie ich kann. Man ist hier vielleicht auch mit so ein bisschen Abhängigkeiten konfrontiert, weil vielleicht nicht alle Schritte von dir selbst hier vollendet werden können, ne? Und du, wie gesagt, hier dann vielleicht auch so ein bisschen auf das Zuarbeiten von anderen angewiesen bist. Aber die 5 der Stäbe ist auch eine Karte, die mit Inspiration durchaus zu tun haben kann, die alternative Möglichkeiten anzeigen kann. Also vielleicht kommt für den einen oder anderen hier aus dem Umfeld auch ein gewisser Impuls, eine Inspiration, wo man auch sich gewahr wird, okay, vielleicht könnte ich diesen Weg noch ausprobieren, oder das habe ich vielleicht bisher noch nicht bedacht. Das wäre auch noch eine schöne Idee, die man hier mit einbringen kann. Wenn du hier mit einem Beziehungsthema zu tun hast, dann könnte es durchaus sein, dass sich das vielleicht auch so ein bisschen schwierig entwickelt. Vor allem, wenn du mit einer Person zu tun hast, die sich nicht so ganz wirklich zu einer Freundschaft, zu einer Partnerschaft
bekennen kann, weil vielleicht noch andere Personen hier mit involviert sind, ne? Also eine andere Person, mit der sie sich auch emotional verbunden fühlt oder für die sie vielleicht eben auch Verantwortung trägt. Ja, und das Ganze dadurch vielleicht hier auch so ein bisschen in den Stillstand kommt. Ja, wenn sich eine Konkurrenzsituation anzeigt, dann muss das nicht zwingend ja, in der Form sein, dass ja, hier jetzt unterschiedliche Partner in Konkurrenz zueinander stehen. Ne? Also es können, wie gesagt, Familienanforderungen sein, berufliche Anforderungen, die auch dann sozusagen ja, eine Konkurrenzenergie ins Feld stellen, ne? Ohne dass da jetzt eine negative Absicht vielleicht auf der anderen Seite steht. Aber auch hier schauen wir jetzt mal mit Klärungskarten noch dazu. Okay, König der Münzen. Auch das ist eine Energie, die eher bedächtig ist, die eher langsam ist. Das könnte in dem Fall zum Beispiel aber auch was Offizielles sein, ein Amt, ja, das vielleicht hier irgendwelche Unterlagen noch benötigt oder es müssen Anträge gestellt werden. Das hatten wir bei der 7 der Münzen auch schon gesehen, ne? Diese Verzögerung aus dem Umfeld, ja, die man dann eben auch nur so akzeptieren kann. Und der König der Münzen, da malen die Mühlen langsam und wie gesagt, der könnte auch sowas darstellen, ne? Ein öffentliches ja, Amt oder sowas, von dem man dann abhängig ist. Oder es ist eben jemand, der eine andere Geschwindigkeit per se mal in sich trägt, der vielleicht so von seiner Art, von seinem Charakter her anders funktioniert, längst nicht die Geschwindigkeit hat, vielleicht die du als Widder, als Feuerzeichen an den Tag legst. Ne? Aber wenn man hier eben zusammenfinden möchte, dann braucht es irgendwie dieses Zusammenkommen. Das steht hier ja auch auf der Herausforderung. Position. Der König der Münzen, der steht auch für, ja, das ist der Archetyp des Vaters und des Ehemanns. Also er kann für familiäre, komplexe Abhängigkeiten, Anforderungen aus dem familiären Kontext stehen. Er kann natürlich auch, ne, im romantischen Sinne hier das anzeigen, was ich auch schon angesprochen habe, dass hier vielleicht jemand gebunden ist oder nicht ganz unabhängig für sich entscheiden kann. Dann ist der König der Münzen auch eine Karte, die mit Arbeitsverhältnissen zu tun haben kann, die natürlich auch, ne, da sind vielleicht Verträge im Spiel und so weiter. Also da könnten einige Themen mit angezeigt sein oder Gründe, Ursachen, die auch mit zu dieser Verzögerung beitragen könnten. Ja, aber wie gesagt, nimm das vielleicht auch eher als Inspiration oder, ne, guck, wie kannst du da vielleicht anders mit umgehen. Ganz spannend hier der Narr und die Welt sind ja sozusagen auch ein Team, da die Welt die letzte Karte der großen Arkana ist und wie gesagt, dann häufig eben damit auch einen Abschluss anzeigt. Und der Narr ist die erste Karte der großen Arkana und damit beginnt eben auch was Neues. Und ja, selbst, ich würde das hier auch mal für die allermeisten so interpretieren, selbst wenn es langsam vorangeht, es vielleicht, wie gesagt, nicht ganz so schnell auch vorangeht, wie man sich das vielleicht erhofft hat, aber ich würde auch mal sagen, das ist nichts, was jetzt diesen Neustart hier total aufhebt, ja, Verzögerungen, ja, aber keinen Stopp, der sich hier an, dass sich hier ankündigen würde. Wenn du hier in einer Konkurrenzsituation, in einer konkreten Dreiecksbeziehung oder ähnlichem steckst, da könnte es durchaus sein, dass dir das dann doch vielleicht ein bisschen zu lange dauert, dass du das Gefühl hast, hier zu lange hingehalten zu werden, dass da keine klare Entscheidung von der anderen Seite kommt und du dann sagst, okay, nee, das reicht mir so nicht und dann bewege ich mich hier weiter. Das könnte also auch genau nochmal sich hier widerspiegeln in der 3 der Stäbe, die eben auf der Herausforderungsposition sich zeigt. Im Themenfeld Liebe, Beziehung mit Dreieckskonstellationen, da wäre die 3 der Münzen auch eher also ja, der Dauerzustand der Affäre, ne? Und das ist vielleicht für dich auf die lange Sicht nicht so ganz akzeptabel. Könnte durchaus, wie gesagt, dazu führen, dass du hier erstmal Nein sagst und den Weg für dich weitergehst. Aber ansonsten ist die 3 der Stäbe eben auch das neue Fundament. Das ist eine Teamkarte, sehr häufig, ja, bei der
eben auch verschiedene Zahnräder ineinander greifen und auch ineinander greifen sollten. Übrigens Mars im Steinbock, Mars ist ja euer Herrscher. Also diese Disziplin, dieses ja schon sich durchbeißen müssen, so ein bisschen, das kann durchaus in der 3 der Münzen auch drinstecken. Aber wenn man dieses Durchhaltevermögen an den Tag legt, diese Disziplin aufbringen kann, dann kann man hier wirklich auch ein stabiles Fundament aufbauen. Das braucht aber eben häufig seine Zeit. Vor allem braucht es Zeit, bis dann sozusagen das Investment auch als Gewinn, als Rendite wieder zurückfindet. Also Herausforderungen sehe ich hier sehr, sehr stark, auch vor allem im zeitlichen Ablauf, im Entwicklungsablauf. Das könnte dir hier so ein bisschen zu schaffen machen und vielleicht auch darauf zu achten, ja, gerade wenn du vielleicht mit anderen Menschen hier zusammenarbeitest, irgendwelche Projekte aufbauen möchtest, dass du da ja darauf achtest, dass dann nicht zu viel Stress reinkommt, ne, sondern dass man da vielleicht auch so ein bisschen in den Respekt geht und sagt, okay, ja, ich verstehe, dass bestimmte Prozesse hier einfach ihre Zeit benötigen. Ich atme jetzt nochmal ein und aus, ja, und dränge andere nicht, sondern ja, ich lasse dem Ganzen eben auch die Zeit, die es braucht, weil, wie gesagt, das könnte hier durchaus auch sehr nachhaltig sein in der Entwicklung. Ja, 2 der Schwerter, ne? Die Karte des Zweifels, also und 3 der Schwerter. Also die Zweifelkarte, würde ich mal sagen, ist ja wahrscheinlich für alle Bereiche gültig, ne? Unsicherheiten zeigt sie häufig an, innere Unsicherheiten, auch Unsicherheiten im Zusammenhang, wo steht eine andere Partei. Also gerade wenn es ja um eine Dreiecksbeziehung geht, natürlich schwierig. Und da würde ich mal sagen, ist die 3 der Schwerter auch noch ein bisschen präsenter. Ne? Das ist ja auch die Herzschmerzkarte. Aber generell kann es eine Frustkarte sein. Und nochmal, da würde ich eher auch ein bisschen drauf aufpassen, dass man nicht zu ungeduldig wird und aus Ungeduld heraus hier eine Frustsituation schafft, die vielleicht nicht zwingend notwendig ist in der Form. Ne? Also ich würde mal sagen, hier könnten Missverständnisse so ein bisschen im Raum stehen und ich würde mal sagen, eine klare Kommunikation könnte hier so ein bisschen ein Gegengewicht bringen, damit man sich hier nicht zu sehr irgendwie in eigene Gedankengänge verstrickt und zu irgendwelchen Schlussfolgerungen kommt, die dem Ganzen am Ende aber nicht so richtig gerecht werden. Nochmal, als Ausnahme sehe ich hier tatsächlich Affären, Dreiecksbeziehungen, Mehrecksbeziehungen. Ne? Würde ich mal sagen, ist es ganz gut, wirklich klar hinzuschauen und auch selber sich gewiss zu sein, bis zu welchem Grad möchte ich das mitmachen, wie lange möchte ich mich hier vielleicht hinhalten lassen mit Versprechungen und wann ist es vielleicht auch an der Zeit für mich, hier dann doch eher die Reißleine zu ziehen. Gut, die nächste Position, da haben wir die Königin der Münzen und zwar auf der Chancenposition. Das ist häufig eine Karte, die auch eben so ein bisschen mit Rückzug zu tun hat. Also wenn du hier auf ein bisschen dazu verdonnert bist, verdammt bist, zu warten, geduldig zu sein, wenn sich im Außen gerade nicht so viel bewegen kann, weil die Dinge eben ja ihre Abläufe haben, dann nimm dir ganz bewusst auch mal immer wieder Zeit für dich, um deine Batterien aufzuladen, um dich zu nähren. Tu das, was dir gut tut, ja. Und ansonsten hat die Königin der Münzen generell auch so ein bisschen mit Heilungsthematiken zu tun. Ne? Dieses, ja, auch wirklich den Fokus bewusst nach innen zu richten. Und ich glaube, das könnte vor allem für die Menschen hier von Bedeutung sein, die vielleicht mit Mehrex-Beziehungen, Affären etc. zu tun haben. Also dieses Gefühl, wieder wirklich bei sich zu sein, sich nicht mehr so zerrissen zu fühlen, sich nicht mehr so stark im Zweifel zu fühlen, sondern dieses sich hinarbeiten auf eine innere Klarheit. Ja, da sehe ich bei vielen hier durchaus die Chance. Ja. Ja, 10 der Kelche. Ja, verbringe schöne Zeit mit guten Menschen um dich rum. Ich denke, das wird sehr nährend sein. Und wenn ja Menschen aktuell zu viel sind, dann ist die Natur hier sicherlich eine ganz tolle Begleitung. Aber ansonsten hier haben wir mit der 10 der Kelche auch eine Karte, die mit der Sonne sehr stark in Verbindung steht. Dann beide Karten haben mit einem Harmoniegefühl zu tun, mit einem inneren Glücksgefühl, mit einem inneren Friedensgefühl auch durchaus zu tun. Und wie gesagt, manchmal, wenn es im
im Außen gar nicht so viel gibt, was man da ja, bewegen kann, dann kann es ja auch mal sinnvoll sein, einen Gang zurückzuschalten. Wie gesagt, auch mal die Zeit zu nutzen, die eigenen Batterien aufzuladen. Und ja, dann haben wir noch die 7 der Kelche, was ja die Nebelkarte ist. Also ich denke gerade hier auch nochmal im Zusammenhang mit schwierigen Beziehungen, Affären, Dreiecksbeziehungen, da ne, würde ich mal sagen, lösen sich die Nebel auf. Da kommt diese Möglichkeit, in die innere Klarheit zu finden. Ja, vielleicht sogar auch für den einen oder anderen, jetzt mal außerhalb von Affären-Themen, ne, wenn du hier mit mehreren Menschen zusammenarbeitest und wie gesagt, hier könnten so ein bisschen Konkurrenzenergie natürlich auch im Spiel sein, dass ich hier dann vielleicht eben auch rauskristallisieren kann, mit wem möchte ich wirklich zusammenarbeiten, mit wem klappt das als Team. Und wer ist da vielleicht auch so ein bisschen schwierig und wen möchte ich da vielleicht auf lange Sicht doch nicht dabei haben? Wie kann man das dann vielleicht eben auch lösen? Ja, also ich denke, da findet auch innerlich einiges statt hier im Oktober. Und auf der Position der weiteren Entwicklung, da hat sich ja die 10 der Stäbe gezeigt, was die negative Stresskarte ist, aber sie zeigt häufig eben eigentlich darauf an, dass der Stress eher abnimmt, ja, dass man sich den vorher schon mal ganz schön auf die Schultern gelastet hat. Und ja, ich habe eher das Gefühl, dass hier dieser Stress ausklingen kann. Ja, entweder weil du jetzt weißt, wo du dran bist, ne, ist natürlich dann auch nicht immer ganz angenehm, aber im Prinzip kann das trotzdem ja befreiend sein. Ne? Also wenn man hier ewig so im Zwielicht irgendwie steht und nicht weiß, in welche Richtung geht es denn jetzt weiter, ja, kann das sich freudvoll weiterentwickeln, erfolgreich weiterentwickeln. Kommt da jetzt die Bestätigung zu einer Beziehung zum Beispiel oder nicht, das ist eben auch belastend. Ne? Und da sind natürlich genau diese Lebensenergien, diese Freude, der innere Friede ist hier natürlich nicht vorhanden. Aber ich würde mal sagen, für die allermeisten kann das im Oktober dann auch ausklingen. Und nochmal, wenn du hier irgendwie im Arbeitsstress bist, ne, mit vielen Projekten vielleicht auch zu tun hast und jetzt mal die Gelegenheit hast, ein bisschen durchzuatmen, dann werden bestimmte Stressfaktoren hier wahrscheinlich auch eher ausklingen können in der weiteren Zukunft. Okay, ja, 4 der Kelche und die Gerechtigkeit, ja, wie gesagt, also 4 der Kelche ist ja so ein bisschen die Karte der Ablehnung, beziehungsweise kann auch anzeigen, dass irgendwas nicht so richtig zusammenfindet oder eben auch nicht mehr zusammengepasst hat, ja, sei das jetzt, wie gesagt, Freundschaft, Partnerschaft, berufliche Kontakte, ich würde mal sagen, das sortiert sich hier so ein bisschen aus im Oktober. Und hier können ganz, ganz klare Entscheidungen getroffen werden dann auch. Ne? Die Gerechtigkeit hält eben ja das Schwert der Wahrhaftigkeit, das klärende Schwert eben auch in der Hand. Und Entscheidungen, die hier getroffen werden, sind häufig eben auch dazu geeignet, Dinge wieder in die Balance zu bringen, die vielleicht im Vorfeld nicht so richtig in der Balance waren. Ja, und entweder kommt hier das tatsächliche Loslösen von was immer hier eben nicht gepasst hat oder eine klare Zusage. Ja, also da, so stehen wir jetzt zusammen und so geht es zusammen eben dann auch weiter. Ne? Also dieses Bekenntnis zu was kann durch die Gerechtigkeit auch durchaus angezeigt sein. Manchmal hat sie auch mit übergeordneten Entscheidungen zu tun, ne? Gerichtliche Entscheidungen zum Beispiel könnten hier für den einen oder anderen auch anstehen, ja, dadurch, dass hier vielleicht jetzt auch eine gewisse Klarheit sich rauskristallisiert im Oktober. Ja, beziehungsweise der Stress, der dann nachlässt, weil dann durch eine übergeordnete Entscheidungsinstanz hier eine Klarheit geschaffen wird. Ja, also irgendwas ist hier in Bewegung. Man hat einen gewissen Einfluss, aber nicht den vollen Einfluss. Und ja, wie gesagt, ich denke, da finden noch gewisse Aussortierungsprozesse statt, entweder jetzt schon im Oktober oder ja, in der November, vielleicht bis zum Ende des Jahres für den einen oder anderen auch. Ja, emotional könnte es ein bisschen auf und ab sein, aber auf die lange Sicht würde ich mal sagen, doch dahin, wo das eigene Herz einen auch hinführen möchte. Und ja,
Die Seelenbotschaft, die sich noch dazu gezeigt hat, ist der Fokus, kann natürlich zum einen den Hinweis geben, bleib hier trotzdem auch fokussiert. Ja, lass dich nicht ablenken zu sehr durch ja, diese Zeitverzögerung, ne, dass, wie gesagt, du dann die Lust verlierst oder ne, dass irgendwie hängen bleibt so ein bisschen, sondern bleib hier trotzdem sehr, sehr stark fokussiert. Bleib vor allem fokussiert auf das, was dir wichtig ist, wo du hin möchtest, auf die Zukunft. Vision. Und es ist natürlich auch eine Karte, die viel mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun hat. Und auch das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, das ein bisschen an den Tag zu legen, um hier durch die ein oder andere Stromschnelle hindurch zu navigieren. Beziehungsweise wenn du hier auch mit ja, vielleicht Auseinandersetzungen zu tun hast, ja, glaub da an dich und vor allem glaube an deine Vision. Und ja, lass dich da, wie gesagt, nicht so sehr verunsichern auch. Ja. Also ein bisschen gemischte Energien, die ich hier sehe für den Oktober. Ja, so ein bisschen Stop and Go vielleicht sogar, aber ich denke, mit doch einer guten Portion Potenzial, dass trotzdem die Ereignisse, die jetzt stattfinden, auf die lange Sicht, wie gesagt, gute Ergebnisse bringen können. Ja. Okay, ihr lieben Widder, ich wünsche euch alles Liebe von dieser Stelle. Ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart hier. Hinterlasst gerne Kommentare. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Vielleicht auch den Kanal abonnieren, falls das noch nicht geschehen ist. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video rausbringe. Und ja, ich sage Namaste, alles Liebe von dieser Stelle. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.